Leute, Leute, ey, was war das wieder für ein Arbeitstag, Mann? Ich gönne mir jetzt erstmal ein bisschen was zum Trinken. Einen schönen netten Abend hier. In einer netten Bar, Freunde. Sieht doch sehr, sehr schick aus, oder? Scheiße. Okay. Ja. Die Alkis wieder, man kennt sie, Mann. Fuck. Aber die Musik ist ganz gechillt, Alter. Oder? Okay. Hey, Mann, wie geht's? Was geht, Mann? Lang nicht gesehen, ey. Draußen ist ein Wetter. Ja, das ich hab's schon mitbekommen, Mann. Oh, ja, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja. Ja, wie geht's gut? Wie geht's dir, verdammt nochmal? Ich hab's lange nicht mehr gesehen. Ja, gut, hier ein bisschen schlürfen, gute Musik genießen und so. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja, du, ich sag dir, also letzte Zeit, ey, die Arbeit macht mich fertig. Ey. Ich bin froh, wenn ich Urlaub habe, verdammt nochmal. Was machst du denn gerade so? Naja, ich mache hier nebenbei so ein paar Hacker-Jobs, ne? Naja, und ansonsten, ja, ansonsten halt ganz normal in Downtown, die Broker-Geschichten, weißt du doch, Aktien. Läuft das noch gut, oder? Ja, natürlich. Ey, sag mal, und der sagt nicht mal Hallo, der alte Wichser. Kennst du denn auch was? Ich hab eh nichts mehr zu verlieren. Wie, du hast eh nichts mehr zu verlieren, ey, was ich hab eh nichts mehr zu verlieren, das ist völlig sinnlos. Wie, was ist denn sinnlos, Alter? Ich hab schon wieder alles verloren. Ich hab heute alles bekommen. Was? Ich war vorhin in der Spielbank unten am Park. Das ist alles weg. Junge, alles. Wir haben Monatsanfang. Ja, aber das ist jeden Monat bei mir so. Was soll ich denn machen? Gib mir mal bitte ein Bier hier. Pass auf, wir machen's so, ja? Pass auf, du bleibst erstmal ganz ruhig, ja? Du gehst erstmal nach da drüben. So, er wird jetzt gleich ein Bier bringen, ja? Ich red mal kurz mit den zwei coolen Kollegen da hinten, alles klar? Ja, alles klar, na wenigstens. Ja, okay. Kümmer dich mal um ihn. Ja, was geht? Wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Alles gut bei euch? Warte mal. Schätz dich mal, Junge. Wer waren Sie noch? Duke, wir hatten doch letztens hier noch was geraucht. Schon vergessen? Das muss aber schon zwei Wie Wochen kann man denn sein, so also? Früh ja, das Geld verzocken, Alter? Duke ist ein sehr guter Freund von mir. Kann ich. Ich sag euch, Leute, der ist nicht, ganz gut. Waren Sie nicht Vertreter? Ja, so. Genau, richtig. Versicherung und so ein Scheiß, ne? Und ein paar Aktiengeschäfte. Dieser alte Mann, der kommt mir irgendwo bekannt vor, aber ich weiß Sie nicht Sie hatten noch ein großes Immobilienunternehmen. Mein Kollege da hinten, der ist ein bisschen broke. Wie wär's? Gäbe es da vielleicht wirklich so eine Möglichkeit bei Ihnen da, ihm einen Job zu geben oder sowas? Wie? Ich meine, dass wir ihm einen Job verschaffen, sozusagen. Ja, natürlich. Was für ein Job? Ich weiß nicht, ob wir da der richtige Ansprechpartner sind. Naja, gut, okay, dann, ich meine, ich weiß nicht, ne? Eine Hand wäscht die andere. Wenn ich mal was für Sie tun kann oder so, wer weiß. Ja. Oder sind Sie in Wirklichkeit insolvent? Ach, ist eine lange Geschichte. Barkeeper, einmal zwei Drinks für die netten Herren. Ich komm gleich. Ja. Oh. Mann, ey, da hätte ich dir ja fast einen Job anbieten können, aber wahrscheinlich sind die beiden Herren da drüben auch broke. Die sind in der Immobilienbranche tätig, hier in Liberty City. Die hinter uns, oder was? Nee, hier vorne, ja. Kennst du die, Olli? Natürlich, ja, ich komme hier jeden Abend trinken, verdammte Scheiße. Du hast Geld ja dicke, Mann. Ja, dann erzähl mal, ja, was hast du denn jetzt geplant? Ich meine, jetzt hast du kein Geld, jetzt bist du broke. Was hast du jetzt vor? Na, das ist übelste Scheiße. Ja, natürlich ist das... Na, ich muss das ja jetzt auch noch zurückzahlen. Ja, verstehst aber du, ich hab mich mit den Chinesen, mich drauf eingelassen. Oh, Scheiße. Und ich muss das ja auch noch für den nächsten Monat zurückzahlen. Ach, Alter, du stehst jetzt schon in den Schulden? Ja, natürlich, was denkst du? Und denn? Hast weiter das Schulden gemacht? Jeden Monat so. Aber du weißt doch, wie das ist. Du sitzt an dem Tisch und die Kugel rollt und rollt und rollt und du denkst dir, nächste Runde rot. Immer dasselbe. Scheiße, Mann. Weißt du, mein Auto habe ich verkauft. Ich bin vorhin in der Bahn gefahren. Ja. Und. Also ich hab jetzt hier ein bisschen was verdient, so. Da kam so ein Verrückter zu mir, der hat mir hier so Dreiecke gegeben, da hab ich da drauf geworfen. Was? Und ja, das war ganz komisch. Und dann hat er gesagt, hier, er hat mir 100 Dollar zugesteckt. Okay. Und dann hab ich gesagt, na was, wie, ich hab doch nur so ein Dreieck da umgeschmissen, ne, wisst ihr? Und da sagt er, naja, hier, wenn du mehr verdienen willst, dann rufe hier an. Da hat er mir hier, warte mal ganz kurz, da hat er mir hier so eine, warte mal, hier so eine komische Karte gegeben mit so komischen Zeichen drauf. Aber da kann ich ja auch nicht drauf vertrauen. Da steht übelste Scheiße drauf, das ist nur eine Nummer. Und da sagt er, ja, komm da hin, wenn du deine Probleme da lösen willst und da kannst du viel Geld bekommen. Na, hast du angerufen? Da fall ich doch nicht drauf rein. Nee, das ist doch nicht andere Scheiße.
Also wenn du die Karte, wenn du die Karte nicht willst, also ich will die Karte. Also das war mega unseriös, ja. Der sah zwar schick aus, der Mann, aber das war mega unseriös. Aber wieso unseriös? Ich meine, der Typ hat dir doch Geld gegeben, oder nicht? Hast du die bekommen, die 100? Aber, ja, also. Ja, warum ist es dann unseriös? Ja, guck mal, er kennt dich ja nicht mal. Pass auf, also sehe ich das richtig. Du rufst da an und dann nimmst du irgendwie an einem Spiel teil und dann kannst du noch mehr gewinnen, oder wie? Ja, der meint, da kann man richtig viel gewinnen, aber das kann doch nicht sein, also... Hey, Digga, ich sag dir, Alter, wir brauchen auch Geld, Mann. Ich wollte gerade sagen, Alter, lass doch zusammenspielen und wenn einer von uns gewinnt, können wir die Kohle wir teilen einfach. Lockern. Ja, Mann. Ich hab nichts mehr zu verlieren, also Siehste? Mein Leben ist sowieso nächsten Monat vorbei, wenn ich die scheiß Kohle nicht zurückzahle. Ja, also dann brauchst du es auf jeden Fall, Mann. Na, kann da wer anrufen oder wollen wir da zusammen? Hast du nicht auf mein Handy oder was? Na, vielleicht sehen wir diesen Typen mehr. Wir werden das so machen, wir fahren dann mal hin zu dieser komischen Haltestelle. Ja, und du zeigst uns das? Ja, Mann. Das ist zwei Haltestellen entfernt. Okay. Alles klar. Ja, gut, dann machen wir gleich los. Ich habe meinen Wagen hier hinten geparkt. Geht schon mal nach da hinten. Ja, zahl noch deine Getränke, Mann. Ja. Ey, yo, Jimmy, hier. Der Rest ist für dich. Ja, ein bisschen Trinkgeld. Wir bald wohl an einem sehr großen Spiel teilnehmen, wo es natürlich einen dicken, fetten Gewinn Alter, ist, Leute, das klingt richtig so geil, oder? Alter, wir können so fett reich werden, Freunde. Wir haben nicht einmal ein Auto. Man spielt halt und man kann eine ganze Stange Geld gewinnen. Da machen wir jetzt auf jeden Fall mit. Wollt ihr mitmachen? Ja. Alter. Worum geht's denn da? Naja, ich weiß nicht. Also, das wurde leider nicht erläutert. Wir müssen das mitteilen. Man sollte halt nur anrufen. Ach so. Mann, dieses scheiß Wetter hier, Alter. Infos. Mann, nee, Liberty City. Oh, fuck, Mann, die Cops, Mann. Schick dir meine SMS, du hast wahrscheinlich vergessen, dass wir unsere Nummern ausgetauscht haben. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich hab letztes Mal, glaube ich, ein bisschen zu viel über den Durst getrunken. Ich glaube auch. Ich habe auch das Handy nicht mit. Aber. Ja, nicht schlimm. Ich habe auf jeden Fall gerade eine SMS verschickt mit der Nummer. Einfach mal anrufen. Okay. Und wie kann ich dich erreichen? Naja, ich habe dir doch die SMS geschickt. Ach, das ist doch meine Nummer. Du trinkst so viel, alter Mann. Ach, weißt du, die Uni. Ich weiß nicht, glaubst du dir, dem alten Mann? Kann man dem vertrauen? Kopfschmerzen, kannst du dir das vorstellen? Wegen Teilen? Ich weiß nicht, Leute. Ich hab keinen Bock, mein Geld zu teilen, Mann. Wenn du erstmal trocken wirst. Ich sag euch. Jungs, ich will euch nicht stören. Ich würde sagen, jetzt kommt er. Okay, wir sehen uns. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Okay. Oh, Duke, Digga, willst du mit dem teilen? Kennst du den da, oder was? Den alten Herren. Ja, natürlich kenne ich die alten Herren. Die gehen ja auch immer fast jeden Abend was trinken. Ja, ich habe gerade nur irgendwas gehört, dass du mitspielen lassen willst oder so. Ja, natürlich. Ich meine, ich sag mal so, ich bin hier mit vielen Leuten gut. Ne? Das bedeutet ja auch wiederum, wenn ich mit vielen Leuten gut bin und die vielleicht an dem Spiel mit teilnehmen, kann es vielleicht ja sein. Ja, okay, vielleicht schaffen wir es dann besser. Wir eine höhere Gewinnchance haben. Mhm. Ah, so. Schau mal, wie angeschlagen er ist, Mann. Ja, natürlich ist er mega angeschlagen. Ich meine, mich würde das auch anpissen. Ja. Ach, Mann. Wirf dein Leben doch nicht so weg, verdammte Scheiße. Ich sag dir, Bro, wir gewinnen das Ding und dann wirst du dir alles, wirklich alles leisten können. Ja, aber echt, was denn für ein Spiel? Ich bin in allen Spielen scheiße. Roulette, Blackjack, Poker. Aber ja, das lässt du uns machen, Mann. Echt mal, und außerdem hast du gesagt, du hast gewonnen. Ja, schau, du hast das erste Spiel gewonnen, oder nicht? Hab ich gewonnen, aber das ist doch immer so. Erst gewinnt man und dann... Nein, hey, komm. Aber mal eine Frage, was hast du denn verloren bei dem Spiel? Ach stimmt, was war der Einsatz, Mann? Genau, was war denn der Einsatz? Nee, also kein Geld, ich muss nichts einsetzen. Du musst das ist doch purer Gewinn, was ist denn los mit dir? Und hast du einfach aufgehört zu spielen oder was? Ja, also ich hab das dann halt genommen und dachte, der ist auf Drogen oder so. Okay, wie sah der aus oder so? Der sah ganz seriös aus, aber... Okay, ja, wo sind wir denn hier, Ju? Naja, schau mal. Du meinst doch hier die zwei Straßen weiter, ne? Ja, ein paar Blocks von hier entfernt. Und hier unten war der Typ? Ja, der stand, der kam einfach an. Ich hab gewartet auf meinen Zug, plötzlich kam der an. Der hatte so einen Koffer. Ein Koffer, okay, na, wir gucken mal. Hat der noch mehr Leute angesprochen oder so? Ich meine, das wäre ja was, oder? Ja, ich meine, stell dir mal vor. Voll leichtes Geld, Mann. Echt mal. Komm.
Ich bin gespannt. Also, ich lasse mir so ein Geld auf jeden Fall. Ich lasse mir das doch nicht entgehen. Hallo? Also, wenn jemand Geld verschenken will, dann kann er es mir ruhig schenken. So sehe ich das auch, Mann. Echt mal. Vor allem. Scheiße. Ey, was für Spiele, weißt du? Wir können alles, Mann. Hier muss das sein, oder? Ja, ich glaube, hier muss das sein. Wo war der? War der links oder rechts? Genau, ich wollte gerade auch fragen. Links oder rechts, Mann? Wo hast du gewartet? Links runter, unten. Unten habe ich gewartet. Okay. Unten, okay. Vielleicht steht er noch, Mann. Ach, scheiße. Okay. Vielleicht ist er schon weitergefahren, Duke, Mann. Oh, fuck, komm, wir nehmen die nächste Bahn. Ja, schaffen wir das? Bahn. Ja, natürlich. Go. Nein. Ach fuck, ist sie schon. Nee, da vorne ist er doch. Komm, beeilt euch. Geschafft, Mann. Gut. Ja, wie gesagt, mach dir nichts draus. Du kriegst dein Geld wieder. Wenn wir zusammen spielen, glaub mir, wir werden gewinnen. Ja. Wir helfen dir dabei, Mann. Wir helfen. Ja, wir helfen dir. Ich meine, ganz ehrlich, was haben wir denn jetzt schon großartig zu verlieren? Ha? Ja, ist so. Eigentlich nicht viel. Außer unsere Würde. Aber ich glaube, die hatten wir schon letztes Wochenende verloren. Ja, vielleicht kann man auch öfters mitmachen. Duke. Ich müsste sonst wieder zu Tony gehen und der lädt mich immer, also da muss ich immer in so einen Club und dann sagt er, ah, da muss ich da wieder, ja, wisst ihr, ich muss da halt hinhalten. Hinhalten, was? Okay. Ja, also was? Ist egal. Ist egal. Alter, komm, ey, wir packen dich, wir schaffen das. Digga, da musst du nie wieder hinhalten. Ja. Ja, Mann, das wäre schon geil, das wäre schon echt geil. Ich sag dir, dann kannst du bei uns hinhalten. Echt mal. Da kannst du auch nicht hinhalten. Nein, wir befreien dich von deinen Schulden, Junge. Weißt du, uns geht's ja auch nicht so ganz gut mit dem Geld. Ich glaube, jeder kann ein bisschen was Geld verdienen. So, hier müssen wir aussteigen tatsächlich. Ja, ja. Schauen wir mal. So, also bevor wir da anrufen, würde ich sagen, machen wir nochmal richtig dick Party, oder? Was sagt ihr dazu? Auf dich aber, oder? Ja, natürlich. Heute alles auf meinen Nacken. Und nachher die ganze Welt. Das klingt sehr gut, Mann. So, außerdem können wir noch diesen Typen über Central einfach anrufen. Da sind noch ein paar Buchsen, wo man anrufen kann. Ja, ein paar Münzen habe ich auch noch in der Tasche, Mann. Ja, ich habe übrigens den Typen angerufen, ne? Also damit ihr Bescheid wisst, ne? Echt jetzt? Ihr wolltet doch alle mitspielen, oder ja, nicht? Ja, natürlich, Mann. Ich bin dabei. Aber weißt du, was halt komisch ist? Der Typ sollte eigentlich schon hier vorne stehen. Das ist jetzt natürlich die Frage, warum der jetzt nicht kommt. Okay. Scheiße. Hast du gesagt, dass er hierher kommen soll? Das ist scheiße gewesen. Das funktioniert nicht. Doch, willst du ihm Vertrauen haben? Vielleicht hat er nur Verspätung oder so. Keine Ahnung. Vielleicht sind die ja wirklich so unprofessionell, wie du sagst. Dann darf er sich auch mal verspäten. Scheiße. Seid ihr schon aufgeregt, wenn der Bastard kommt? Ja, der kommt da eh nicht. Ja, ich meine, wenn der nicht kommt, keine Ahnung, dann gehe ich einfach in Puff und lass mir einen runterholen oder so. Aber warte mal, da kommt ein Auto. Was? Mann, ey, ist irgendeine Familienkutsche. Ja. Da würde er mit einer Limousine kommen. Ja, ich denke auch mal. Meint der uns? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn der jetzt noch zweimal hupt, dann denke ich mal, meint er uns. Aber er steht hier. Okay. Scheiße. Sollen wir da hin? Geh mal schauen dann. Vielleicht ist es der. Okay, komm, wir gehen da hin. Sieht das schon komisch aus, das Auto, Mann? Findest du nicht? Das sieht echt komisch aus, ja. Fuck. Sir. Oh ja? Gott, okay. Ich glaube, er gehört dazu. Guck mal, was für ein Symbol er vorne hat. Okay, also wir steigen da mal ein. Hä, hey, das war doch auf der Karte, oder nicht? Ja, das war auf der Karte. Scheiße. Gut, wo geht's jetzt genau hin? Also, wir sollten ja eigentlich tatsächlich, was ist das?